So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. They are Billions. So. Das sieht gut aus. Wir haben jede Menge Worker jetzt endlich mal. Geschweige denn Kolonisten. Dann können wir jetzt auch endlich mal einen Markt bauen. Energy, Wood und Gold. Okay, Energy, das kriegen wir gelöst. Dazu brauchen wir einfach nur wieder Gold. Also warten wir jetzt noch ab. Dann können wir hier unten ein paar Mühlen hinbasteln. Ihr müsst hier noch ein bisschen aufräumen. Ballert die mal alle weg. Den brauche ich einfach. Haben wir dafür auch genug? Alles klar, die sind ziemlich fix. So, jetzt haben wir das Gold, aber kein Markt. Ach ja, keine Energie. Da war was. So, hier hinten einfach irgendwo in der Walachei, Hauptsache Gold. Ach, Energie. So verdummt. Nur am Kacke labern. So, aber ich fühle mich hier nicht so wirklich sicher. Deswegen basteln wir hier noch einen Turm hin. Wir werden jetzt auch mal hier und hier was hinmachen. Lassen niemand nach unten gehen. Na, top. Wie schnell sind die denn? Nein, komm rein. Die Zombies werden mit der Zeit schneller, was natürlich nicht so geil ist für uns. Aber so ist das leider. So. Der Markt. Der kommt halt jetzt hier hin. Obwohl hier noch mehr Häuser hinkommen werden, früher oder später. Deswegen bauen wir den eher nach hier. War völlig irrelevant. Machen wir so. Denn das Eisen hier wird da so oder so in dem Sinne versperren. Also, das ist halt leider so. Wir werden uns noch ein paar Leute besorgen und dann hier mal richtig viele Quarries bauen, damit wir Gold praktisch über die Dings bekommen. Über. Mal einen abbrechen. Damit wir noch einen Dings ausbauen können. Wir werden mit den Quarries praktisch ganz viele Ressourcen generieren und dann, wenn unsere Lager voll sind, mit dem Markt verkaufen. Also so, dass wir ganz viel Gold bekommen. So. Dings werden wir auch mal ausbauen, damit wir uns einen Ausguck basteln. Wir lassen hier noch ein bisschen kämpfen. Das ist fein. Na, das läuft schon mal wesentlich besser als die erste Runde. So. Energie haben wir viel, Nahrung haben wir viel, also da brauche ich mir jetzt gerade keine Gedanken machen. Mit den Workern sieht das Ganze ein bisschen anders aus, ist aber trotzdem noch okay. 5 Stone, 6, das ist nett. Genau, mit den Leuten wollte ich hier unten klären, damit wir hier uns hin ausbreiten können, weil das gefällt mir nicht. Also hier ist einfach eine schlechte Verteidigung. Absurd schlechte Verteidigung. Und wir müssen auch nach hier hin. Das ist einfach
ein bisschen besser geschützt wird. So. Wir haben ein bisschen Gold. Wir. Nee. Was wollte ich basteln? Was ist denn das? Das ist doch gar nicht fertig geforscht. Alles gut. Wir können aber mit dem Gold noch weitere Häuser ausbauen. Sehr schön. Genau das wollte ich. Das müsste unter Militär sein, war. 300 Gold. So. Die können wir wieder anstellen. Jetzt haben wir nicht mehr ganz so viele Worker, aber das passt eigentlich, bin ich der Meinung. Wir bauen einen Tower. Wir gucken, was hier so ist. Wir gucken mal nach hier. Das ist wesentlich wichtiger, dass es ordentlich verteidigt wird. Hier haben wir eine kleine, relativ kleine Wand. Hier haben wir eine kleine Wand. Hier haben wir eine kleine Wand. Und das ist immer nur schrecklich. Das will man nicht haben als Spieler. So sollte das nicht aussehen. Ich kann hier ein bisschen Holz verkloppen. Warten aufs nächste Income, dann können wir noch eine Quarry bauen. 6 Steine, das ist nett. Und wir brauchen mehr Worker. Dazu brauchen wir wieder Holz. So. Uiuiui, wir müssen uns hier nach oben hin ausbreiten, aber selbst wenn, das sieht auch nicht gerade schick aus. Hier liegen halt Ressourcen, aber. Es sieht ja nicht besser aus. Die Front wird ja nur noch größer. Sniper entwickeln und Stone Workshop. Machen wir lieber einen Sniper. Ja, insgesamt ist es die bessere Unit. Also die beste. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Energiemäßig sieht es gut aus. Nahrungsmäßig sieht es gut aus. Worker, ja. Da müssen wir halt noch ein bisschen auftrumpfen. Jetzt werden wir halt wieder ein paar Zelte bauen müssen. Wir müssen uns wenigstens hier so verbreitern. Dann können wir hier erstens noch Balliste hinsetzen. Und zweitens können wir hier ordentlich zumachen. Alles klar. Die chasen ja bis sonst wo. Aber also was, das finde ich ganz gut. Dann werden wir uns hier erweitern. Hier Holz uns generieren. Hier eine Mauer ziehen. Zwei Balliste dahinter. Und hier noch jede Menge Fischer. Das klingt... eigentlich sounds like a plan. A simple plan. das ist okay. Boop. Great Ballista, die haut da alle weg. Die schaffen das auch. Und da will auch keiner durch. So, gut. Gefällt mir. Wir wollten noch mehr Zelte basteln, damit wir mehr Gold generieren. So, hauen wir hier noch jede Menge Holz auf den Kopf. Mehr Häuser sind mehr Häuser. Einfach, wie man auch sagen will, sagen soll. 300 Gold für ein. Uiuiui. Und wir brauchen Iron. Also heißt das eine Quarry.
Sehr schön. Das war jetzt ein super Schub an Gold, den wir dadurch generieren pro ja, pro Zyklus. Tower ist hier fertig. Können wir das Ganze auch mit zwei Strommasten praktisch erschließen? Das ist sehr schön. Ihr werdet hier mal kurz ein bisschen Action machen. So, und hier werde ich jetzt einfach mal. Na. Eigentlich gar nicht so klug, solange die da sind, das schon zuzumachen. Das geht nur nach hinten los. So. Loch rein. Vielleicht ist es zu früh, hoffe ich nicht. Und dann werden wir erstmal hier noch einen Turm hinbasteln. Und eine Ballista. Ich wollte noch eine Quarry bauen für Eisen, damit ich Dings bauen kann. Sniper. Na. Jede Menge Stein, das können wir jetzt alles auf den Kopf kloppen. So. Nee, was wollte ich bauen? Eine Krabby. Ja, Eisen ist halt Kacke. Einmal Eisen und hier vor der Tür. Müssen wir eigentlich auch noch schließen. Sägemühle. So, machen wir hier gleich mal eine Double Tor. Noch und noch Thrith Horses. Das ist okay. Dann können wir das hier abreißen. Gefällt mir echt nicht, dass hier die ganze Zeit nur ein Loch klammt. Müssen wir natürlich zumachen. Bauen wir auch hier einen Turm hin. Nee, 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 ich will nur eins abreißen. So, dann müssen wir jetzt mal wieder ein paar Dings basteln. Ballista, hier muss auf jeden Fall eine hin. Ich fühle mich hier überhaupt nicht sicher. Das ist schrecklich. Terrible hoch 95. Aber erstmal. Was? Ne, ich baue jetzt erstmal eine Ballista. Ich habe keine Energie. Oh. Das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Das ist ein bisschen schlecht. Wenn ich das mal so sagen darf. Kriegen wir hier oben eine? Einfach irgendwo hin. So, zwei Mühlen dürften jetzt erstmal reichen. Nahrung haben wir noch genug, Worker haben wir genug. So, war denn was kaputt? Gar nicht bemerkt. Und jetzt. Nee, nee, nee. Wir warten erstmal. Was ich jetzt gerade schon machen wollte, ist meine Einheiten zusammenziehen und versuchen hier zu clearen, damit wir an die Ressourcen rankommen. Aber ich warte mal lieber, bis ich hier oder hier eine Ballista bauen kann. 800. Das passt. Ach so, ja, stimmt. Und die Energie. Haha. Sehr schön.
Rätselfarben. Den gehen wir jetzt hier nach oben. Ah, mit Enter komme ich zum Command Center. Wir haben unseren ersten Sniper. Und dann noch eine Great Ballista. Hier unten steht eine, aber ich möchte auch noch hier oben eine haben. Eine ist gut, mehrere. Wir verstärken schon mal. Ein Paranoid. Gold fehlt mal wieder ein bisschen, aber da könnten wir auch einmal einen Stein verkaufen. Dafür haben wir jetzt unsere ganzen, Queries. Die bringen uns halt auch Gold ein. Ah ne, der kann ja auch innen. From the West. Okay. Gut, dann... Nee. Wir bauen einfach jetzt noch. Also die nächste Welle kommt, wir werden jetzt hier einfach noch eine Ballista bauen und alle Einheiten nach da zusammenziehen. Ich weiß nicht, dass das auch Westen ist, weil das ist streng genommen eigentlich alles Westen. Gut, dass ich auch gerade eben ausgebaut habe. Wir ziehen jetzt einfach alles dahin, das was wir haben. Zwei Stunden. Veteran. Der Sniper. Nee, der sollte aber definitiv darauf gehen. Und die zwei Veteranen. Dann nur Veteranen drauf, wa? Von da kommen wir. Einfach Wand. Ja, Saving. Ganz nett. Wir könnten hier noch einen Turm bauen, wa? Wäre gar nicht mal so schlecht. Hab ein bisschen Schiss, wa? Kannst auch noch rüberkommen. So, wir haben noch jede Menge Holz. Können wir verkaufen. Und noch ein paar Dings ausbauen. Ein paar Zelte. Da kommen die ganzen Ballista, haut die weg! Eieiei, sie sind dran an den Mauern. Oh shit, aber die Ballisten, die hauen das sehr schön weg. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Oh, hier hatte ich mir beinahe ins Hemdchen gepieselt. So, nur noch 5. So, jetzt können wir mal wieder unsere ganze Bogenschützenarmee hier abziehen. Die Ballista sollten jetzt ja eigentlich mehr als alles clearen können. Wegballern? Nee. So. Und jetzt wird hier meine kleine Armee
versuchen, alles zu clearen. Auf der Seite. Ah, schon wieder 20 Minuten um. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer nächsten Folge der They Are Billions wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.